Aber auf was muss ich denn achten, wenn ich jetzt künftig alleine mit dem Bus zur Schule fahre? Puh, ich kenne mich da leider auch nicht so gut aus, aber vielleicht können wir da jemanden fragen, der sich mit sowas richtig gut auskennt. Oh, mir fällt da auch jemand ein. Hallo, servus, wer bist du denn? Komm bald in die Schule. Können Sie mir erklären, auf was ich im Bus achten muss? Willst du zu mir reinkommen? Mit ein paar kleinen Regeln ist das Busfahren eine ganz einfache Sache. Wichtig ist vor allem, dass du beim Warten an der Haltestelle nicht rumtobst oder rennst und Abstand zur Straße hältst. Und bitte nicht drängeln, wenn du einsteigst, denn wenn jemand stolpert, dann kann das ganz gefährlich für euch alle sein. Und brauche ich auch einen Fahrausweis? Genau, den brauchst du auch. Wenn du einsteigst, zeig ihn einfach der Fahrerin oder dem Fahrer. Bei so vielen Kindern kann es jetzt sein, dass kein Sitzplatz mehr frei ist. Was mache ich denn dann? Falls du mal stehen musst, halte ich einfach an der Stange gut fest. Deine Büchertasche kannst du zwischen deine Beine stellen und wenn du sitzt, packst sie einfach auf deinen Schoß. Das ist am besten. Das geht ja einfacher, als ich dachte. Danke. Ich bin mir sicher, wenn das alle Kinder machen, macht die Busfahrt großen Spaß. Schön, dass ich dir weiterhelfen konnte und ich wünsche dir alles Gute in der Schule. Liebe Schülerinnen und Schüler, ich wünsche euch jetzt erstmal schöne Ferien und danach einen tollen Start ins neue Schuljahr. Passt gut aufeinander auf und bleibt vor allem gesund. Viele Grüße aus dem Landratsamt Erlangen-Höchstadt und von mir ganz persönlich. Und vom Lars, denke ich auch. Tschüss und Ade.